Da fangen wir gleich mal an mit was Ruhigem vielleicht. So, nehmen wir den erstmal. Dann gucken wir mal, was da so auf uns zukommt, musiktechnisch. So, ich weiß, es ist ewig langweilig. Deshalb mache ich das auch so selten und so ungern mit den Obsidianfarben. Ich glaube, da geht es euch nicht anders. Oh, da ist ja gerade dieser Leuchteffekt von der Spitzhacke ist gerade nicht da. Also ich denke mal, 20 hätte ich schon ge... Ah, okay, jetzt haben wir 20 Obsidian. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum geht dieser Trottel nicht nach oben und legt das Obsidian wenigstens erstmal in die Kiste, bevor es alles verloren geht. Weil ich erst... Oh, Alter. Weil ich erstmal hier meine ganzen Schätze noch abholen wollte. Ah, da wird es wieder Zeit für den Rucksack. Clevererweise habe ich jetzt nur einen dabei. Gucken wir mal, was wir da unterbringen können. Ja, die Eier, da ärgere ich mich jedes Mal, ob ich die dann wirklich mitnehmen muss oder soll oder. So, ein Sattel, das behalten wir mal an Bord. Das packen wir weg. Das packen wir weg und das packen wir weg. Und dann können wir hier mal einsacken. So. Wenn ihr euch wundert, warum das so super schnell geht, weil ich so super schnell geklickt habe. Kleiner UFO-Scherz am Rande. Guck mal, das werde ich hier alles gar nicht wegkriegen. Ich glaube, oh, Lapis Lazuli, cool. Da habe ich ja auch noch was mit vor. Wer meine Folgen regelmäßig guckt, der weiß ja, dass ich daraus Lapis Lazuli Klötze machen will. Blocks. Lapis Lazuli Blocks. Hallo, ich komme. Für meinen Thron, weil der im Endeffekt soll ja der Thronbereich aus Gold und Lapis Lazuli werden. Wobei ich habe letztens gesehen, bei Opa Zeron in der Kathedrale ist tatsächlich der Kanzelbereich für die Sprecher, für die Priesterkanzel oder wie die Dinger heißen bei den Priestern. Hallo? Ach, hier ist ja schon wieder so ein... Oh nein, willst du es wagen, UFO-Mann? Nein, lieber nicht. Aber ich dachte, hier wäre noch eine andere Truhe gewesen, da hinten ist sie, dass wir die auch nochmal leer räumen. Und dann vielleicht wirklich sicherheitshalber... Oh Gott, so viel kann man ja gar nicht leerräumen. Wo soll ich denn das alles unterbringen? Was kann ich davon? Okay, den Lapis nehme ich mit. Die Knochen sind natürlich auch cooler. Kohle ist auch cool. Gut, dann lassen wir mal die Erde hier und nehmen die Kohle mit. Und dann lassen wir diese Kakaobohnen. Ja, gut, könnte ich auch oben noch züchten, Kakaobohnen. Feuerstein brauche ich noch für ein Feuerzeug. Dann gut, dann lasse ich eine Packung. Oh, hier haben wir nochmal viermal Obsidian. Cool. Lassen wir die Erde hier, nehmen das noch mit. Mit dem Rest kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen. Gut, dann wollen wir mal hier nicht so gierig sein, wa? Lassen wir den Rest erstmal hier. Und da kommen schon die ersten. Wird schon wieder dunkel. Haben wir wenigstens. Komm, wir hauen die schnell wieder ab. Schnell wieder ab. Nicht, dass ich hier noch irgendeinen Blödsinn baue und dann alles vernichtet wird, oder? Das wollen wir ja wohl nicht. Das wollen wir ja wohl nicht. Das müsste man die Synchronisation hinschieben, falls sich das alles verschoben hat jetzt hier. Wollen wir nicht. Es springt ein UFO ins Gesicht. Der UFO-Mann ist wieder da. Spielt noch besser als im letzten Jahr. Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Oh Gott, ey, heute singe ich wieder einen Scheiß zusammen hier. Gibt's hier eigentlich auch noch was? Ah, guck mal. Ätche, Bätche, Ätche. Du kommst ja nicht raus. Ich lass dich aber am Leben. Warum auch immer. Oh, und hier sind noch endlos diese grünen Steine. Oh, nein, nein, die kann ich aber gar nicht mehr einsammeln. Ah.
Könnte man natürlich bei der Festung gut gebrauchen, wa? Na, guck mal, wisst ihr, was wir dann mal machen? Dann lassen wir mal hier zwei Stacks hier. Und holen uns jetzt diese ganzen. Ist mir jetzt egal, ich will die alle haben. UFO, Mann, das kann doch wohl nicht sein, die ganze Folge. Erst machst du hier 3 Stunden Obsidian und jetzt fängst du an, den Scheiß abzubauen. Ist total langweilig. Nur den einen Zombie da abgemurkst. Naja, ich bin ja gleich fertig. Es sind ja hier nicht so viele. Wobei, da tun sich noch einige hervor. Gut. Und was haben wir dahinter? Kohle. Nehmen wir gleich mal mit. Und hier knallern wir mal eine Fackel ran. Gut. Ah ja, wo kommst du denn her? Ey, vergiss es. Bist du hier gespawnt in der Ecke oder was? Alter. Ihr seid doch irre. Könnt ihr hier nicht einfach spawnen und dann kommen und mir von hinten mich mit Pfeilen beschießen? Also solange wie ich Minecraft schon spiele, rege ich mich über die Monster auf. Obwohl, es gibt ja wohl kein Spiel, wo die Monster harmloser sind, oder? Diese Löschen, sollen sie daherkommen, sollen sie daherkommen. Nee, aber ich bin ja auch schon mehrmals draufgegangen. Ich will mich da echt nicht lustig machen. Weil die sind nämlich hier auf ihre ganz eigene Art gefährlich. Und da hat man so eine große Klappe und dann stirbt man immer wieder. Oh, guck mal, Eisen ohne Ende. Muss ich natürlich mitnehmen, ist klar. Ich kann es aber nicht einsammeln, Mist. Die Erde lassen wir hier. Gut, mittlerweile können wir nicht mehr alles mitnehmen, was wir hier an Land ziehen. So gut, dann schweb du mal da weiter. Oh, da schwebt ein Pfeil. Leute. Ey, der spawnt doch nicht aus dem Käfig da. Ja, wir haben wohl noch mal, guck mal hier, setzen wir euch noch hier und eine unter den... Ach, vielleicht weil ich hier Fackeln abgeschlagen habe. Ufermann ist ja nicht doof, hä? So, jetzt ist wieder hell genug, hä? Ufo, man ist ja nicht doof. Wo ist das, das erst eine Stunde später schneit? Hier, weg mit dir, du. Du, jetzt aber nichts wie zurück. Es ist schon wieder dunkel. Wir machen schnell ein Nickerchen, weil wir... Okay. Es ist noch nicht so dunkel, dass man schlafen gehen muss, scheinbar. Ah, ist aber schon ziemlich dämmerig. Gibt's hier eigentlich auch bei F3 dann eine Uhrzeit? Oh, 25 Frames per Second. Ist nicht gerade viel. Hatte mich gerade letztens jemand gefragt, wie viel ich hier habe mit dem Shader. Ist nicht viel. Man könnte denken, es wären 40 oder 50. So flüssig, wie das alles läuft hier, ohne Probleme. Aber mir soll es egal sein. Okay, Biom Extrem Hills. Und wo ist die Uhrzeit? Wo ist denn die Uhrzeit? Gibt es hier irgendwie eine Uhrzeit? Used Memory 50. Wo ist denn die Uhrzeit? Da habe ich mich noch nie für interessiert, was hier die Uhrzeit ist. Naja, ist egal. Ups. Die normale Zeit hier, die wir so kennen, 12.43 Uhr oder 5.45 Uhr wird ein Reh erschossen. Sowas gibt es ja gar nicht. Hier bei Minecraft, sondern hier gibt's ja nur rätselhafte Symbole und Zeichen. Wie im Zauberbuch. Wobei aber hier mit den Blocks, ja, dass die Blocks immer genau 1 Meter sind, finde ich schon ziemlich cool. So, und jetzt, na hallo, hallo. Guck mal, siehst du jetzt es doch? Aha, und wir haben ja hier noch genug Platz, um ein Bett aufzubauen. So, und dann schlafen wir nämlich schnell und dann kriegen wir keinen Ärger. Und wenn wir jetzt rauskommen, dann verbrennen die ganzen Vögel, falls sie schon gespawnt sind. Ich glaube ja, wir waren ja lange
Das Bett nehmen wir aber mit. Wir waren ja lange genug. Und dann können wir nämlich gleich das Ganze... Oh nein, das war doch noch nicht lange genug dunkel. Das hätten wir ja gleich schlafen gehen können. Aber mein Pferd vermisse ich schon, ganz ehrlich jetzt mal. Es war eigentlich eine gute Zeit. Es kann auch nicht sein, dass ich es am Netter vergessen habe. Dann hätte ich ja hierher laufen müssen. Also ich bin schon mit Pferd hergeritten, kann ich mich genau dran erinnern. Jetzt können wir das ganze Zeug mal wieder... Ah, nein, ich brauche hier ein komplettes Lager, verflucht, genau wie drüben. Verdammt. Pass auf, das ich knall das jetzt alles in die Kiste und dann wird das offline sortiert. Leute, damit will ich euch echt nicht nerven. Und da werden wir mal ganz schnell uns hier, damit wir, damit es nicht ganz so nervig wird. Na, das Bett vergesse ich doch bestimmt wieder. Weißt du, dann bauen wir uns hier oben noch eine Truhe hin. So, und dann haben wir, glaube ich, im Rucksack noch eine Truhe. Genau. Die bauen wir dann gleich daneben und dann knallen wir die erstmal voll und dann die Beschriftung, die machen wir dann später. So, das brauchen wir nicht. So, 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 hauen wir alles da rein, scheißegal. Die Werkbank könnte man aber mitnehmen, gar nicht so schlecht. So, und mal gucken, was wir hier noch haben. So, 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 so. Ach, das Netherportal könnte ich jetzt sofort bauen, oder? Ah, oh Mann, Ufo, ey, sei doch nicht mal so ungeduldig. Ja, Mama. Ha! Ja, bababababam. Ja, Mama, 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 Mama. Lecker! So, ganze Scheiße hier. Habe ich nicht eben die große Truhe vollgeknallt mit Zeug? Ich glaube ja. Sehr eigenartig. Oder habe ich jetzt alles in den Ruck? Das kann natürlich auch sein. Ah, Trottel. Wie hat der im Trottel gesagt? Leute, reißt euch, ja? Nicht zu Ufo mal ein Trottel sagen. Nein, das war ich selber, ich weiß. Ich weiß, meine zweite Stimme hat zu mir Trottel gesagt. So, wisst ihr, dann haben wir mal ganz viel Zeug hier. Ein bisschen Holz müsste ich aber mitnehmen. So, und jetzt nochmal eine Ladung und dann haben wir erstmal alles in Sicherheit gebracht. Unten ist ja noch ein bisschen was, aber so wertvoll ist das dann auch nicht, was da unten noch ist. Das Holz behalten. Ah, nein, Steak kann man mitnehmen. Das wird gebraten, das wird auch gebraten, das wird auch gebraten. Das kommt hier rein. Wobei ein Stack Steine mit rumschleppen, kein Bock. Kein Bock. Sag mal, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Oh, was mit mir heute los ist. So viel Reggae will ich nicht. Lass uns mal was anderes machen. Best of. Hier ruhig und entspannt. Meine ruhig und entspannt Playlist. Jetzt passt mal auf. Ruhig und entspannt. Ah, so, jetzt können wir ganz entspannt. Nicht mehr so stressig. Gucken wir gleich mal, wie ein Lapisblock hier aussieht, aber den kennen wir, glaube ich, schon. Ja, die kennen wir schon, die Dinger. Können wir ja schon mal im Thronsaal platzieren, ein. Oder zwei, so. Ah, okay. Haben wir jetzt so eine karierte Wand. Hm. Es ist ja auch erst der Anfang. So als kleine Erinnerung, dass wir das da hinmachen wollten.